Das ist ein Bauarbeiter, glaube ich. Und das ist ein Kotzer. Da, die grünen Funzeltiecher. So, jetzt. Ja, es ist ein Kotzer. Da ist ein Kopf. Hallo? Untersuchen Sie mich. Schizo. Schizophren. Alles im grünen Bereich. Alles voll normal. Alle tot. Jo, der ist schnell. Und ich habe keine Munition. Oh. Engpass. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu No One Survived mit mir, den Kabin, in einer neuen Version. Wir befinden uns nämlich gerade in der 04.4. Ja, extrem viel neuen Stuff hinzugekommen. Was Waffen angeht und was Zombie angeht. Ich würde am liebsten würde ich das auch gleich ausprobieren. Wir werden mal schnell in die Polizei, ins Polizeirevier gehen. Und ich hoffe, dass wir erleben, will er rauskommen. Es gibt nämlich, es gibt Cops, neue. Es gibt Krankenschwester, was man ja auch bei Seven Days kennt. Es gibt, riesen, fette Krawanzmänner. Quasi Endboss, technischerweise. Würde ich mal sagen. Es gibt Kotzer. Es gibt Explorer. Also Explodierende. Was war noch? Bauarbeiter, ach, der Bergbauer, keine Ahnung, es gibt so viele Zombies neue und waffentechnischerweise, ey, es gibt eine fucking Minigun. Deswegen will ich da hin. Ist ja wohl mal klar, weil ich will die haben. Aber dazu brauche ich irgendwie ein Munitionchen mehr, würde ich mal sagen. Und dazu würde ich mal sagen, ich packe mir mal hier einen ganzen Schwung ein. Genau, die brauche ich. Ist mir ja, als ob das jetzt regnet. Das interessiert mir jetzt nicht die Bohne. So, ich packe gleich mal hier sowas ein, wa? Kann nicht schaden. Wie ist was? Scheiß drauf. Richtig schön. Richtig schön voll machen. Ich verstecke mir mal eine Runde. Gut, wir wollten zwar eigentlich den, wie gesagt, Dings fertig machen, aber das hat erstmal Priorität. Erstmal gucken, was neu ist. Alles klar? Ich räume mal den Mikro noch mit. Und wie ich dahin, auf den Weg dahin können wir ja gleich mal die eine Werkbank machen. Oder beziehungsweise, was fehlt. Ja, ja, ja. Also ich hoffe jetzt schon mit einem Minigun oder so. Und mit einem Mr. Fett-Zombie. Das wäre cool. Das würde uns zwar den Arsch brechen, aber das ist. Als ob uns das mal irgendwann mal interessiert hätte. Nicht die Bohne. Wenn wir sterben sollten, sterben wir. Moment mal, muss ich da nicht hoch so eine andere Teilerin schmeißen? Weil wir gerade hier unten sind. Ah, nee, hab ich schon. Naja, gut. Also, ich bin bereit. Seid ihr bereit? Sollte mit dem Wagen gehen. Das andere würde ja keinen Sinn ergeben. Ja, das sollte reichen. Auch wenn die Rucksäcke voll sein sollten. Hallo? Ist ja... Hallo! Achso, F... Werde ich ruhig weiter. Wenn du die falsche Taste drücken tust. Das kann ich dann später wieder wegreißen. Das denn da? Brauche ich mir jetzt nicht mehr. Da fehlt bloß noch eins. Rein theoretisch müsste jetzt Musik kommen, aber irgendwie. Doch. Nur man hört sie nicht, weil sie sehr, sehr leise ist. Vielleicht kommst du nach und nach im Spiel. Und ich hab's ja schon lauter gestellt. Also, ich weiß nicht, warum ein Batterie tut. Boah, ich bin schon ein bisschen nervös. Ein ganz kleines bisschen. Vor allen Dingen, ich habe keine Ahnung. Wegen die fetten Zombies, die sahen nämlich auch sehr, sehr schnell aus. Tja, das neue Update hatte auch 4 GB gehabt. Das ist nicht von schlechten Eltern.
gehe gleich auf Risiko vorne. Da haben wir schon unseren ersten Zombie. Das ist ein Bauarbeiter, glaube ich. Und das ist ein Kotzer. Da, die grünen Funzeltiecher. Das ist ein Exploder? Wieder das oder ist das ein Kotzer? Sollte ich mich mal ankotzen lassen? Ah. So, jetzt. Ja, es ist ein Kotzer. Es kotzt mich an. Schade, dass man den hier so von nah ansehen kann. Der sieht aber ganz schön mitgenommen aus. Das ist noch so einer. Das ist also der Bauarbeiter. Sieht aus wie der alte Zombie, aber eben halt mit anderen Klamotten oder so. Oh. Das ist ein Exploder. Gut, den will ich nicht bei mir haben, ne? Also. Und ist der explodiert. Ich glaube, der macht auch eine Giftwolke. Das ist natürlich wieder ein Kotzer. Gut, aber das ist immer noch kein Fatman. Aber vielleicht hat er auch bestimmte Bereiche oder so. Da ist ein Kopf. Hallo? Untersuchen Sie mich. So, jetzt bin ich mal hier. Schießt der hoch oder was? Nee, der ist nur da, wa? Ob der ist nur da. Er hatte genug Zeit gehabt. Wenn ich jetzt sehen würde, was ich gekriegt habe. Aber der zeigt mir immer bloß diese Loot-Behälter an. Mehr zeigt er ja nicht an. Na gut, war, dann wollen wir sie mal rauslassen. Eigentlich können sie sich von alleine rauslassen, die Bangage. Gut, die kriegen die Tür von alleine auf. Hat gerade sich gerade so rausgestellt. Zum Glück sind wir vorbereitet. Gut, aber die Laufanimationen, die sind noch ein bisschen schizophren. Hey! Hey! Kotzen sie doch nicht so rum. Sollen die Leute denken. Mensch, ich brauche eine andere Knifte. Daneben. Gut, den kannst du aber auch eigentlich ganz gut unter Kontrolle halten. Bin ich der Meinung. Alles im grünen Bereich. Alles voll normal. Alle tot. Alter, du kannst es ja schon so unter Kontrolle halten. Da ist noch ein Exploder. Was ist denn mit der Minigun? Volle Ekstase oder was? Oh, das ist auch neu. Das sah sonst nicht so ranzig aus hier. Also haben sie das auch überarbeitet? Würde ich jetzt so sagen, oder? Doch, doch, das war vorher nicht. Schnickeding, Mensch. Schnickeding. So, dann kicken wir mal nach, wa? Also. Gut, dass wir hier was zum Essen finden. Was ist denn hier los? Hehehehe. Hätte man nicht hier sprunghaft, ja, Junge? Es stellt mir gerade die Frage, so ein monströso Fetto, ist der wie gesagt, der sah sehr, sehr groß aus. So wegen Rinnkommen und so. So. Gut, die kannst du aber wirklich gut unter Kontrolle halten. Ohne Probleme. Das ist kein Problem.
ist wie ein neues Spiel. Warten Sie. War noch nicht so weit. Ja. Reißen Sie sich mal ein bisschen zusammen. Direkt denn jetzt gekriegt. Schon wieder, ich sehe das ja. Steht da irgendwas da, was der Chris oder so? Ich sehe mal bloß den Müllsack. Und die spawnen noch mal so schnell. Nee, nee, nee. Moment mal. Ist da auch was Neues zugekommen? Ah, da stand nicht da. Von neuen Rezepte oder so. Muss ja. Ups. Nee, die Kniften kannst du ja nicht bauen. Stimmt ja. Wollte jetzt gerade sagen. Du hast den Kopf verloren, Mädel. Wegen, das ist ja... Nee, die Munition, ob das denn eine andere ist oder so. Weil wegen Minigun... Also verständnismäßig müsstet ihr dann auch andere Munition nehmen, aber anscheinend nicht. Ja, ja, ja. Passend Fluchten. Das ist doch die Währung immer. Eine Apokalypse. Wir gehen ja gleich mal eine Stufe höher, aber. Oh, ich will eine Knifte von den neuen. Geben sie uns eine neue Knifte. Eine reicht ja schon. Was Neues. Oder Munition. Das ist auch nicht verkehrt. Hm. Zacke, gut, Messer habe ich mit bei. Können wir gleich mal auseinandernehmen. Zerlegen. Ist ja gratis. Nehm ich gleich mit. Wenn es schon mal da ist. Also fast alle neuen Zombies. Ja, gut, fast ist auch ein bisschen übertrieben. Bauarbeiter haben wir schon gesehen, aber wir haben die Krankenschwester noch nicht. Wir haben. Ne, das war nicht die Krankenschwester. Ich habe jetzt gerade überlegt, aber das war ja Cheerleaderin. Krankenschwester fehlt. Dann haben wir noch einen Baufuzzi fehlt und der Voluminöse fehlt. Joa, so ungefähr. Joa, dann bin ich mal gespannt. Ey, dann können wir die anderen Schneidezeug fertig machen. Die fallen. Das gefällt mir. So. Das war aber letztes Mal. Ne, okay, da haben wir nicht hier nicht gehabt. Ja, ich weiß, selber schuld. Ne, ja, wollte mal. Jetzt nehme ich mal kurz mit so mit. In knackender Weise. Ihr sagt, es sind nicht so viele. Ich weiß ja nicht, wie ich mir heute anstelle mit dem Knacken. Na, ich machte Knack und mein Arm ist gebrochen. So. Na denn. Obwohl, ich könnte eigentlich jetzt erstmal... Ja, okay. Ja. Tada. Dusch. So. Geben Sie uns die neuen Kniften. Kniften. Nö, aber Munition ist ja auch nicht so verkehrt. Und vor allen Dingen, hier ist wieder Loot drin. Oh, ich muss mal husten. Es hustete mich. Und außerdem braucht so oder so Munition. Wenn sie schon mal da ist. War richtig. So. Nischt. Alles keine neue Knifte. Die haben wir schon.
keine Knifte in Asservatenkammer. Gut, aber in dem Polizeirevier müsste ja eigentlich auch noch. Ach so, da war ja so schwer hinzukommen. Und jetzt mit den neuen Zombies kann es ja interessant werden. Man kann nicht alt auf ihn mal haben, ne? Ihr sagt, nimm ihn mit Absicht nicht mit. Falls er sich wundert. Warum lässt der nicht liegen? Ist der wahnsinnig? Er hat eine ganze Kiste von den Scheiß mit und benutzt sie nicht. Amen. Ich hab mich voll gesaut. Ich wollte aber trinken in der Zwischenzeit, aber naja. Trinken muss gelernt sein. Alter, wie gesagt, da schmelzt der Eisen ein und wie gesagt, du kriegst hier eigentlich alles gratis. So. Genau, das ist nämlich jetzt der Stahl. Aber das wusste ich ja. Das habt ihr mir gesagt. Nur letztes Mal, wo wir reingekickt haben, war ja nicht da. Ist ja noch schon respawned gewesen. Jetzt schon. Das nächste Stahl. Ey, dann kriegen wir die zweite Schmelze hoch fertig, wa? Würde ich mal sagen. Es fehlten ja bloß noch ein paar, hier Dingsteile und ein bisschen Stahl, glaube ich, hat mir gefehlt. Empfindliche Teile und Stahl, glaube ich, wartet. Das muss nicht. Das muss nicht. Hier waren bloß Bücher drin. Das muss auch nicht. Ist ja mal eine leere Asservatenkammer. War noch was auf der anderen Seite? Hier waren keine Kniften. Das war Schrott. Da hatte ich noch nie Glück gehabt. Pass auf, jetzt wäre alles voll gewesen, Alter. Penicillin und Adrenalin. Naja, gut. Adrenalin. Dann pese ich hier durch die Ecke hier. Na, hier sind schon mal Knarren, aber nicht die Kabel. Hält mich ruhig. Ich bin gerade am Überlegen. Das ist wahrscheinlich. Das falsche Gebiet. Da fehlt es mir wie Schuppen von den Augen. Wo könnte man sowas denn finden? So. Ich glaube, das hat so einen kleinen Hauch von Militär. Ich glaube, wir werden mal einen kleinen Abstecher machen da unten. Zum Flughafen. Ja, hier sind bloß die normalen Standard-Kanüften. Da unten ist ja auch noch eine Asservatenkammer. Da müssen wir ja auch noch mal rein. Ich will jetzt auch nicht hier alles auseinandernehmen, ne? Also. Muss jetzt nie Sinn. Aber nimm mir mit. Sicher, sicher. So, dann nehmen wir mal kurz runter. Nochmal seitlich schauen. Tja, und dann würde ich mal sagen, ne, dann lassen wir mal Taten sprechen, ne, auf dem Friedhof. Ja, riech mal, riech nach Friedhof. Ich meine natürlich, Flughafen, genau. Warum hat sie geredet? In der Reise. Schuhe. Ich will keine Schuhe, ich will neue Kniften. Ich will jetzt richtig krachen lassen. Alter, wenn die so ist, wie ich mir das gerade ausmale, dann sollten dann die Krabbler auch nicht das geringste Problem mehr sein. Ergeben, oder? Die nächste da mit weg. Und das ohne mit der Wimper zu zucken. Einfach mal so. Pff. Gut, Inventar leer. Aber das noch mit. Fünf Stahl schon. Da kommt gleich wieder was dazu. Siehst du?
So. Hallo, Schwester. Was haben wir denn da? La Moichione. Nischt, nischt, nischt. Munition, Munition. Und? Nein, brauche ich jetzt nicht. Ist ja schon getragen. So, bis jetzt. Wie gesagt. Glaube ich. Ja, nicht daran. Also nicht mehr. Hier, das ist auch noch eine alte. Man kann jetzt sehen, dass sie die. Sehen die ein bisschen anders aus, oder? Nee, ne? Nee. Nee. Das ist alt noch dasselbe. Ach, schon wieder. Na gut, knacken wir mal eine Runde, wa? Dusch. Hab dich. So, was haben wir denn hier? Ist deprimiert. Aber nicht viel. Wir konnten ja rumballern. Wie gesagt. Oh, dann will ich mal wissen, ob da drüben in den Häusern was Neues ist. Ich geh nochmal hier drüben gucken. Nur mal gucken, der Wagen rennt ja nie weg. Wer sollte den klauen? Es zwitschert der Vogel auf dem Dach. Der ist gerade geprotzelt. Aus der Luft. Da haben wir noch einen Exploder. Mal die alle zu mir rufen hier. Suchen ist scheiße. Den Kotzer werde ich mal jetzt wegmachen. Auch schön, die wie. Hui, die sind aber schnell. Wir haben sehr, sehr eilig. Schön voll pumpen. Jetzt gratis Munition hier. Zack, Bums hier. Du bist alle arm. Du nicht. Du darfst mal sterben, eine Runde. Der stirbt aber angespannt. Lass dich mal entspannen. Oh. Mit die Geräuschkulisse, das ist genauso wie bei 7 Days. Also. Teilweise. Junge, nee, der Kopf ist aber geflogen. Teilweise habe ich gerade gedacht, stand hinter mir. Ah, nee, das ist ja immer noch nicht. Das ist ein Kopf. Oder ein Airfield, die Fetten. Das kann natürlich auch sein. Hui. Nee, nee. Jetzt irgendwie, die Zombies sehen auch irgendwie, finde ich, besser aus. Ein ganz kleinen Ticken so. Schön überarbeitet, so in der Richtung. Oh, da ist noch ein... Genau. Oh, der hat... Hat er den mitgenommen? Nee, hat er nicht. Schade. Das ist kein voluminöser, wa? Nee, das ist bloß ein Bauer. Ein Bauernteufel. Alter, zusammengefaltet. Putzig. Oh, nicht so putzig. Kleiner Kotzer, du. Keine Munition. Ja, sehr dumm. Ja, ich weiß, Mensch. Ich hab die immer noch in der Hand. Was ist hinter mir? Er deitscht. Der steht neben mir. Und ich treffe nicht. Naja, gut. Okay, die Munition. Dankeschön. Ja, ja, du mich auch. Ach, verdammt. Ich würde mir ja eine Nähe anschauen, aber ich habe Angst, dass ich ihn auf der 12 kriege. Ah, Diet. Irgendwie sagt mir das, die sehen schon einen kleinen Ticken besser, sehen sie schon aus. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Wie ist das nicht?
Aber da ist ein Fetti. Da ist ein Fetti. Konfetti. Kriegt gleich noch einen Sack, aber das ist mir wert. Wir haben einen Dickmann. Also, ist da Dickmann. Jo, der ist schnell. Und ich habe keine Munition. Alter, der poltert aber hinter mir, aber der will wissen. Oh! Engpass! Steh doch mal auf! Ups. Ich hab's gesagt. Achso, und Hunde gibt es auch. Die hatten wir nämlich auch noch nicht, die Zombie-Hunde. Und ja, gut, wie es so nachspawn hätten wir uns eigentlich auch denken können, wa? Und da ist meine Leiche. Der Fette ist schon mal weg, wa? Pack mal hier hinten, wa? Voll nackig. So, guck mal, die haben es aufgegeben. Ich versuche mal, ein bisschen an meinen Stuff ranzukommen. Der ist nämlich langsam. Die ist aber ganz schön dicht da, wa? Nee! Erstmal nicht. Schluck meinen Staub. Ich kann da nichts machen. Da kannst du nichts machen. Ich hätte mal mit einer Knifte kommen sollen. Das wäre viel einfacher gewesen. So, ich gehe mal davon aus, dass es immer noch so ist, dass die eben halt Autoschutz haben hier. Nichts damit umkacheln, aber ich werde trotzdem versuchen. Nicht so viel, wie ich gedacht habe. War das schon immer so? Nee, ne? Ja, nee, oder glaubst du, ist das nicht? Naja. Soll ich jetzt... Da ist immer noch der Hund. Entschuldigung, muss nochmal zurück zum Auto. Ich habe vergessen. Vergessen, was ich vergessen habe. Naja, tu mich auch. Das ist aber natürlich doof. Wuffi? Ja, Wolfi. Och Mann! Warum denn immer auf der falschen Seite? Gut, ich geh mal schnell ein Repair-Kit und so holen, ne? Wieder bloß meine Knifte. Oh, das ist ein Exploder. Wie gesagt, bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Ob das jetzt zu spät war. Naja, du mich auch. Und schneller? Ja, du bist ein schneller. Und warum ist denn... Ach, Mensch. Blöd Arsch. Lass mich verraten. Na gut, jetzt ist der Exploder auch bei mir. Ja, gut, die ist eben halt nicht auf Entfernung für das gedacht, ne? Also. So, jetzt sollte ich mir erstmal meine Blutung blau unter Kontrolle bringen. Ach nee, da habe ich nur den Wagen drin, glaube ich. Nee, Moment mal, ich habe doch Erste Hilfe drin, ne? Natürlich, wir haben doch letztes Mal Erste Hilfe gefunden. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Das letzte Mal ausgeräumt. Ich glaube, ich habe das ausgeräumt, wa? Ich weiß es dort nicht, Mensch. Also, nächstes Mal Bandage mitnehmen, alles. Ey, aber komischerweise, ich bin nicht infiziert. Naja, gut, ich bin ja auch wieder bei 100%, ne? Operation! Rückholung! Rucksack!
startet jetzt. Habe ich beschlossen. Da. Wie gesagt, wir werden versuchen, erstmal ohne Aufmerksamkeitszeugenzen daran zu kommen. Aber ich glaube, das wird so nicht funktionieren. Ja. Das ist schon eher schnuffig geworden. Aber bis jetzt ist die Lage ruhig. Es ist alles unter Kontrolle. Wäre natürlich gut, wenn der jetzt halt denn automatisch anziehen tut, ne? Ja. Armer Wauzi. Guck mal, Wauzi ist nicht gleich aggressivo. Geh mal auf die Seite. Brava, Wauzi. Also, jetzt steht genau da der Fette. Nee, da ist noch ein Wauzi. So. Genau hier brauchen wir Maß genommen. Aha. Nö. Achso. Wollte ich das ganze Zeug da? Nee. Das ist natürlich jetzt doof. Ich werde mal sagen. Ich würde mal sagen, ich baller mir hier erstmal den Weg noch nicht frei. Hol mir erstmal meinen Wagen. Ne? Ah, noch nicht. Im grünen Bereich halt noch. Auch schon kurzer. Alter, drei. Ganz schön viele Hunde. War nicht aggressiv? Was ist denn hier los? Kann ich da nicht liegen lassen. So. Das muss alles mit. Irgendwie. Hoffe, das irgendwie funktioniert. Seid ihr bereit? Das geht los. Boah. Mann, sind die schnell. Boah, Alter. Kannst du vergessen. Zu knicken, der Ding. Die sind mal richtig pissig, die Viecher. Gut. Boah, Alter. Das habe ich mir auch einfacher vorgestellt. Oh, könnte ich nochmal Lebensenergie haben? Danke. Das ist nämlich kurz vorn abnüppeln. Ja, bleib da ruhig stehen. Alter. Gut, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Aber bis jetzt. Ja, das war knapp. Vielleicht mal nochmal. Das. Ja, gut. Ich hatte eigentlich gedacht, ihr habt so, dass sie noch ein bisschen laufen kann. Alter, die Hunde sind schon ein bisschen flink, ein bisschen fies. Was mache ich denn schon wieder da? Und ich habe gedacht, dass ich mehr wegrennen kann mit dem Ding. Na gut, mit der, den Wagen ein bisschen schwierig. Oh, warte mal, krieg den eh da weg. Ja, Krieg. Ah, da ist ein Exploder. Das krieg auch hin. Und das war mir wichtig, dass der weg ist.
Was? Ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig. Ihr habt angefangen. Stimmt nicht ganz. Egal. Aber, pst, interessiert keinen. Seht ihr, Leute, ich schmeiß mit Arme. Und mit Köpfe. Das ist der Beweis. Caps auf Kamera. Oh, könnte ich mal kurz die Knifte darin legen? Dass ich meine Jute nehmen kann. So. Jetzt spielt hier gleich andere Musik. Und die Knifte muss auch weg. Gut, so viel Zeit haben wir noch. Oh, Schrutze, rin. Schrutze, raus. Weiter geht's. Rettungsstation. Aktion startet. Trete den Heimweg an. Hätte ich gesagt, ich habe gedacht, wir sterben noch mal ein zweites Mal. Habe ich jetzt alle Villa mit drinne? Ich würde mal sagen, ja. Jo. Bin froh, dass der Fette nicht da ist. Das war eine Lehre. Was, wo? Achso, ja. Dass er mir vor der Bene explodiert, willst du ja auch nicht. Der ist aber schnell, habt ihr das gesehen? Er ist da lang gepurzelt. Volle Möhre. Aber wo ist der Dicke hin? Gibt es vielleicht bei denen so extra Stuff oder so? Weil der ist ja gleich weg gewesen. Merkwürdig. Ach so. Moment mal. Drei. Das ist das erste Mal, dass was anderes rauskommt, außer Dings hier. Oh, siehst du, der eine ist schon wieder despawned. Du kriegst nämlich Leder raus. Das erste Mal. Dass du nicht irgendeinen Schmutz kriegst. Naja, gut. War heute nicht so ganz erfolgreich. Wir haben neue Zombies gesehen. Wir hatten einen neuen Tod. Ich nenne ihn den Engquetscher. Der ist richtig quetschig. Aber sonst, ja, wie gesagt, also mir kommt er wirklich so vor, als ob er ein bisschen so an der Grafik so ganz leicht gefeiert worden ist. Kann sein. Oder vielleicht ist es Wunsch. Aber warum ist es Wunsch? Weil das sieht doch ja nicht schlecht aus. Weiß ich nicht. Naja, egal. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und dann werden wir da hinten auf dem... Kann ja bloß perfekt werden. Alter, kriegt schon eine Stadt in auf den Sack. Und wie soll es denn auf dem Flugplatz sein? Aber das werden wir rausfinden. Also, bis dann. Ich bin raus. Tschüss.